Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie man eine Handytasche näht zum Umhängen. Die hat eine Außentasche und eine Haupttasche mit Reißverschluss und hinten noch eine Tasche mit Magnetverschluss. Hier sind die Maße und die Teile, die ihr zur Tasche nähen braucht. Zuerst schneidet euch die Teile alle nach den angegebenen Maßen zu. Und dann wird das Vlies auf die linke Oberstoffseite aufgebügelt. Den Henkel bügele ich auch vor, weil er dann leicht zum Nähen geht. Zuerst die zwei Endkanten, beide 1 cm einbügeln. Und dann auf die Mitte. Jetzt beginnen wir mit dem Nähen und steppen den Henkel zuerst an der Kante schmal ab. Dann nähen wir die Schlaufen für die D-Ringe. Schlagen die Kanten beide einmal ein und legen es auf die Mitte und steppen die Kante wieder schmal ab. Schneiden es in der Mitte durch, wedeln den Ring ein. Einfach einmal drüber. Beide Schlaufen. Jetzt nehmen wir die zwei Endteilstücke für den Reißverschluss, fixieren sie am Ende vom Reißverschluss, rechts auf rechts. Beide Endteile und nähen sie füßchenbreit fest. Dann wenden wir den Reißverschluss und schlagen die zweimal ein, wie für ein Schrägband. Und nähen nochmal drüber. So sieht es dann aus. Dann nähen wir die Außentasche mit dem Reißverschluss. Legen den Stoff mit der rechten Seite nach oben und den Reißverschluss bündig an die Kante. Den Futterstoff mit der rechten Seite nach unten, sodass der Reißverschluss zwischen den zwei Stoffen ist. Fixiert es euch. Und einfach an der Kante am Reißverschluss entlang nähen. Dann schlagt beide Stoffe nach hinten und steppt den Reißverschluss schmalkantig ab. Dann nähe ich mein Level auf. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr eins habt. Einfach mittig von der Kante 1 cm. Jetzt nähen wir die Außentasche auf ein Oberstoffteil und müssen zuerst den Reißverschluss markieren.
4 cm von der oberen Kante. Zieht euch einen Strich. Dreht die Tasche mit der rechten Seite nach unten und lasst den Reißverschluss an der Markierung anstoßen. Dann schlagt die Tasche zurück und näht von Reißverschluss zu Reißverschluss schmal an der Kante einmal ringsherum. So, jetzt schneidet den Reißverschluss ab. Und fertig ist eine Außentasche. Jetzt machen wir die zweite Außentasche und bringen zuerst den Magnetverschluss an. Nehmen das Futterteil und verstärken es mit Vlies. Zeichnen uns die Mitte an. Und von der Kante 2,5 cm. Nehmen die hintere Platte und zeichnen uns die Stelle für den Magnetverschluss an, schlagen die Kante um und schneidet mit der Scherenspitze zwei kleine Schlitze ein. Die Stege des Magnets durchstecken, die Platte aufsetzen und die Stege auseinanderbiegen. Dann verstürzen wir die obere Kante, legen beide Stoffe rechts auf rechts aufeinander, nähen an der Kante entlang . Ihr könnt es auch umbügeln oder ein bisschen zurechtdrücken und schmalkantig die Kante abstecken. Jetzt zeichnen wir uns das andere Teil des Magnetverschlusses an. Von der Kante oben 7,5 cm und die Mitte. Dann nehmen wir die hintere Platte und zeichnen uns an, schlagen den Stoff um und schneiden mit der Scherenspitze an der Kante zwei kleine Schlitze ein. Stecken die Stege vom Magnet wieder durch. Stecken die hintere Platte durch und biegen die Stege wieder um. Jetzt stecken wir den Magnetverschluss zusammen und nähen die Tasche auf den Oberstoff ringsum schmal an der Kante ab. Dann nähen wir die Laschen an der oberen Kante fest, so ungefähr 1 cm von der Seitenkante. Ich habe jetzt 2-3 Mal drüber genäht. Jetzt nähen wir den Reißverschluss ein, zuerst auf das vordere Taschenteil, bündig zur Kante mit den Zähnchen nach unten, 1 cm von der Kante und legen das Futter mit der rechten Seite nach unten. Wieder bündig an der Kante auf den Reißverschluss, so dass der Reißverschluss in der Mitte zwischen den zwei Stoffen ist. Ich fixiere es ein bisschen. Jetzt mache ich den Reißverschluss zu. Dann schlage ich das Futter zurück, so dass die untere Naht nach links schaut und steppe die Kante nur an dem Oberstoff mit dem Reißverschluss schmal ab.
Und jetzt nähen wir den Reißverschluss auf das hintere Taschenteil, legen die Teile rechts auf rechts, den Reißverschluss bündig an der Kante entlang und das Futter mit der rechten Seite nach unten auch bündig an der Kante entlang, so dass der Reißverschluss wieder zwischen den zwei Teilen liegt. Den Reißverschluss 1 cm von der Seitenkante auf das Teil mit der Lasche. Fixiert es euch. Und näht am Reißverschluss entlang. Und dann mache ich den Reißverschluss ein bisschen auf. Und schlage die zwei Stoffe zurück, so dass die Naht nach links schaut mit dem Reißverschluss und steppe die Kante am Reißverschluss entlang schmal ab, ohne das Futter. Jetzt seht ihr, dass ich die Kante am Futter nicht abgesteppt habe. Jetzt nähen wir die Tasche zusammen. Oberstoff mit Oberstoff und Futterstoff mit Futterstoff. Und so, dass die Naht auf Naht zusammenpasst. Ich fixiere es mit einer Stecknadel beide Seiten. Im Futter lassen wir eine kleine Öffnung für die Tasche zum Wenden. Und dann nähen wir ringsherum, aufpassen, dass hier uns die Naht zusammenpasst. Naht auf Naht und vorsichtig, weil die Naht ist ein bisschen dicker. Und am Schluss die Öffnung nicht vergessen. Dann schneiden wir die Ecken zurück und auch die Kanten ein bisschen. Dann wenden wir das Täschchen. Drücken die Ecken durch. Nähen die Öffnung zu. Und stecken das Futter nach innen. Jetzt nähen wir die Karabiner am Henkel an, ziehen den Henkel durch und schlagen das zweimal ein und nähen drüber. Und verstärken es, indem wir zwei, dreimal drüber nähen. Und das andere Ende auch. Jetzt bringen wir den Henkel mit den Karabiner an den D-Ringen an und fertig.